Ich möchte dich gerne für die Intensität dieses erlangten Wissens hinein in die innere Weisheit durch eine Meditation führen, dass du meine Ausführungen in deinem eigenen göttlichen Seele, in deinem eigenen liebevollen Herzen spüren kannst. Herzlich willkommen zu unserer meditativen Besinnung. Setze dich bitte ganz bequem da, wo du jetzt bist. Nimm dir einfach 15 Minuten Zeit, einfach mal alles nachwirken zu lassen. Schaue, dass deine Beine sich wohlfühlen, dass die berühmte Faust aus der Tasche sich öffnet. Allein diese loslassende Gestik bewirkt viel Friedvolles. Richte dich etwas zum himmlischen Sphären auf, doch mach dir trotzdem bequem, denn du musst nichts, du darfst alles. Wenn du soweit bist, kannst du gerne die Augen schließen und dir einfach Zeit nehmen, um dreimal ganz tief durchzuatmen. Schicke bitte ein inneres Lächeln in deinen Körper hinein. Und solltest du noch eine Anstrengung feststellen, eine Verspannung, so lächle diese an und atme diese somit aus. So löst du auch diese Starrheit auf und tauchst in diesen inneren Fluss des Lebens hinein, in die Sanftheit und Weisheit deines Herzens. Mit dem nächsten Atemzug lausche bitte in deinen eigenen Herzklang hinein. Wie schlägt dein Herz in deinem Brustraum? Und erlaube dir, deinen Atem noch tiefer, ruhiger fließen zu lassen, denn dein Atemrhythmus bestimmt deinen Lebensrhythmus. Und je ausgeglichener du in dir bist, umso mehr spürst du die Verbundenheit mit dem höheren Licht. Bringe deine geistige Kraft zur Ruhe, beobachte deine Gedanken und sage deinen Gedanken: Gedanken sind unwichtig. Nur mein Atem ist wichtig. Und mögen deine Gedanken mit dem Atem beschäftigt sein, dass du die Muse in dir spürst, die ruhige Kraft. Je mehr dein Geist zur Ruhe kommt, umso mehr spürst du Wärme in deinem Brustraum, Liebe in diesen erfüllten Emotionen bekommst du immer mehr Kontakt, Zugang zu deiner göttlichen Seele, zu deiner grenzenlosen Kraft der Liebe. Nimm dir bitte einige Atemzüge Zeit,
die Liebe in dir zu spüren. In der Definition, die für dich stimmig ist, doch erlaube dir, die Liebe als eine Energie, die nach innen fließt, zu erfassen, als eine Kraft, die Ruhe gibt, zu spüren, als eine Energie, die Frieden gibt, die dich mit dir selbst verbindet. Und schwinge in Liebe noch stärker, indem du mit jedem Atemzug dir sagst, die Liebe fließt in mir. Die Liebe fließt in mir. Die Liebe fließt in mir. Du kannst dir gerne auch vorstellen, ein Bild nehmen, was für dich passt, zum Beispiel, als ob die Sonne in deinem Brustraum erstrahlt und nach innen leuchtet. Und dass die Liebe sich in deinem Körper oben wie unten ausbreitet, als ob von der Sonne geküsst, warme Lichtstrahlen überall sich entfalten. Und so wird dein Atem tiefer, fließender, kraftvoller und doch ruhiger. Und lasse dich ruhig noch etwas mehr auf diesen Innenraum der Fühle in deinem Herzen, der Wärme und des liebevollen Berührtseins ein. Nehme wahr, was sich verändert. Dein Herzschlag wird harmonischer. Du leuchtest in deinem Seelenleib wie eine Sonne von innen heraus. Erfüllst auch den Raum mit deiner Liebe, mit deiner ruhigen Präsenz. Das ist authentisch. Mit jedem Atemzug bist du immer mehr im Hier und Jetzt. Denn genau da bist du auch richtig. Mit all den Gaben und Aufgaben. Gönne dir schön tiefen Atemzug. Und lass uns gemeinsam uns durch ein Gebet mit unserer Seelenkraft verbinden. Nimm deine liebevollen Hände in Gebetshaltung zusammen, wenn du magst, denn so strömt die Energie Gottes noch stärker durch dich, das himmlische Licht strömt durch dein Scheitelchakra in dein Herzchakra hinein, verteilt sich in deinen Armen, fließt in die Hände und der Rest fließt über die Chakren bis in das Wurzelchakra hinein, an den Beinen entlang, tief in die Mutter Erde und erdet dich. So stehst du im Licht Gottes und kannst die Vergeborgenheit in dir zulassen. Deine Intuition wird immer freier, die Klarheit kehrt in dir ein
Du wirst immer achtsamer all dem, was licht und sinnvoll für deine Entwicklung ist. Und dein Gebet gibt dir ein höheres Bewusstsein für deine himmlische Heimat und dein Wirken auf diese Erde. Liebe lichtvolle geistige Welt, ich bitte um himmlischen Segen für mich, meine Familie, meine Mitmenschen, für unsere Welt. Möge sich der lichtvolle Seelenplan in allem erfüllen, denn ich weiß, Gottes Plan ist die Allliebe. Mein Seelenplan ist der Weg dorthin und das Schicksal ist mein Wegweiser. Liebe lichtvolle geistige Welt, bitte gib mir stets Kraft, meinem Herzen folgen zu können, liebevollen, innovativen Ideen mich zu widmen und in liebevoller Weisheit alles zu beschreiten. Denn ich bin bereit, in Liebe, Heilsein und Harmonie zu leben und mein Leben zu gestalten. Amen. Lasse dir bitte noch einige Atemzüge Zeit zu spüren, wie ein Gebet diese liebevollen Gedankenkräfte und Gefühle in dir aktiviert und eine Kraft von innen heraus zum Fließen bringt. Eine Kraft des Gefühls der Verbundenheit mit dem Höheren und auch physischer Kraft, alles angehen zu können, wonach dein Herz in deinem lichtvollen Seelenplan dich ruft. Und möge mit jedem Atemzug eine immer größer werdende innere Sicherheit in dir aufleuchten, dieses Gefühl, ich bin auf dem richtigen Weg und ich bin stets in der Lage, kreativ, flexibel, spontan meinem Herzen zu folgen, in Liebe alles zu erkennen und zu wandeln, was nicht mehr der eigenen Herzen entspricht. Je mehr du diese Geborgenheit verspürst und Stimmigkeit, umso mehr entfaltet sich deine Intuition. Gönne dir ruhig einige Atemzüge für diese mystische Erfahrung im Inneren Zeit. Und je mehr du deine Herzensnatur, diese Wärme im Brustraum verspürst, diese große kreative Kraft deiner Seele, umso mehr erlebe, wie Dankbarkeit als natürliches Empfinden in dir auftaucht und dein emotionales Herz noch mehr nach innen öffnet. Denn genau diese Erfahrung der Dankbarkeit ermöglicht sich mit seinem höheren Intuition, höheren Führung, mit seinem liebevollen Seelenplan verbunden zu fühlen und gibt Kraft, alles zu erreichen,
was sinn- und lichtvoll für dich und alle Beteiligten ist. In dieser Dankbarkeit gönne dir noch 3 tiefe Atemzüge. Und wenn du bereit bist, so lächle dich selbst in Dankbarkeit an. Lobe dich dafür, dass du dir Zeit und Muße für deine spirituelle Praxis genommen hast. Lächle dein Leben an, die Umgebung um dich herum, in diesem neutralen, liebevollen, kraftvollem Lächeln, der frei von Bewertung ist, sondern voller Achtsamkeit. Und wenn du bereit bist, komme langsam in das Tagesgeschehen zurück, öffne langsam deine Augen, spüre deine Hände, deine Füße, strecke dich, fühle dich wohl in deiner Haut. Fühle dich angekommen im Hier und Jetzt, in deinem Platz in Gottes Schöpfung, mit deiner himmlischen Heimat verbunden bleibend. Nehme wahr, wie es dir geht, welchen Unterschied dieses wache Bewusstsein und liebevolle Werte verbunden mit dem Weitblick ausmachen zu allem, was vorher dich beschäftigt hat. Und wenn es dir gut tut, dann weißt du, dass du deine Kraftquelle bist, deine Seele aus dir strahlt in deiner Liebe und weißt dich immer wieder darauf zurückzubesinnen, jeden Morgen deinen Tag mit dieser Kraft der Liebe zu beginnen und immer wieder in diese Ruheoase zurückzukehren, der Eigenverantwortung, des Selbstvertrauens, der Selbstliebe, der himmlischen Verbundenheit in liebevollen Werten. Ich habe unsere gemeinsame Besinnung, gemeinsame wertvolle Zeit sehr genossen und freue mich sehr auf unseren zweiten Teil, dass wir unser Bewusstsein weiter erweitern dürfen und unserem liebevollen Herzen noch mehr Bedeutung schenken können. Auf Wiedersehen. Ich bin Jana Haas. Ich bin hellsichtige spirituelle Autorin. Ich möchte euch aufzeigen, wie die himmlischen Stärken, Energien in unserem Leben Wunder vollbringen. Wir lernen, unseren Seelenplan zu begreifen, unserem Herzen zu folgen, Selbstvertrauen zu erlangen. Wir lernen, himmlische Zeichen zu erkennen und Kontakt zu unseren Engeln zu stärken. Ich möchte euch dabei unterstützen, unsere Gaben zu erkennen und ihnen zu vertrauen. Die himmlische Verbundenheit und himmlische Begleitung, die Wunder im Leben in allem zu erkennen und uns es wert sein, die Geschenke des Lebens anzunehmen. Ich freue mich auf unsere gemeinsame Zeit. Ihre Jana Haas.